ein ordentlicher Kampf, würde ich mal behaupten. Boah, gefährlich, gefährlich. Gelbe Flagge. Okay, alles klar. Ja, jetzt konnte ich ihn entscheidend absetzen, indem ich ihn einfach irgendwie angerempelt habe. Ich glaube, den hat es fast gedreht. Das müsste wieder ein Momentchen dauern, bis er kommt. Ne, die sind schon wieder da. Aber da stimmt doch was mit... Ich wollte jetzt sagen, da stimmt da irgendwas mit dem Auto auch nicht. So, Fett haben wir eingestellt und meine Ideallinie ist zum Heulen. Wie schnell die jetzt wieder da waren, die waren doch weit weg vorher. Also falls hier jemand wirklich einen Verdacht hat, woran das jetzt liegt, dass das Auto so schwächelt, ich weiß, ich fahre auch nicht wirklich gut mit diesen Kurven hier etc., aber man sieht ja ganz deutlich, dass die anderen Fahrzeuge ganz anders beschleunigen. Also es liegt nicht nur daran, dass ich hier irgendwie nicht ideal fahre, sondern die haben einfach eine andere Power unter der Haube. Ja, aber warum kriege ich denn auch nie DRS? Es ist doch nicht zu glauben. Ich kann nicht Gas geben. Mich zieht sonst irgendwie raus. Das ist auch komisch. Ihr merkt, ich bin schon mal wieder irgendwie... nicht gerade angefressen, aber doch irgendwie relativ sauer. Weil ich eben einfach nicht aus der Kurve rausgeschleunigt kann. Wenn ich das mache, lande ich in der Bande drin. Und das kann es ja nicht sein. Boah, come on, ey. Das ist doch nicht zu glauben. Was war das denn jetzt für eine Kurve? Aber guck mal, ich komme nicht um die Kurve rum. Das liegt doch nicht am Fahrzeug. Das liegt doch wieder an diesem blöden Steuerrad. Kann sich ja anders sagen. Am Anfang ging es 10.000 Mal besser. Jetzt trägt es mich wieder überall raus oder sind halt die Reifen wieder durch. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,8. Viel zu viel. Ja, werden wir nie mehr holen. Ich bin auf der 14. Oh, boah. Und werde gejagt. Das kann es aber nicht sein, sorry. Gefällt mir überhaupt nicht. Wie soll es mir auch gefallen? Das ist natürlich, das ist nicht etwas, das einem gefallen kann. Das ist auch ganz klar. Und jetzt kommen sie wieder mit DRS-Verstärkung. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. So, klar, das war jetzt natürlich sehr aggressiv. Ich weiß auch nicht, ob das erlaubt war. Also eine Strafe hat es nicht gegeben. Aber ich muss den Platz verteidigen. Was es kostet, das ist mir eigentlich egal. Ich würde sagen, wir gehen dann relativ zügig schon mal an die Box, damit wir mit frischen Reifen wieder ins Rennen zurück können. Boxenstopp. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Mach ich. Boah. Ja, das sind halt die kleinen Fehler. Ja, wenn man hier auf den Curbs hängen bleibt, das ist dann eben natürlich auch etwas. Das ist aber ein Fahrfehler. Das ist ganz klar. So, hier nochmal. Und hier nochmal. Jetzt freue ich mich auf die Pause in der Box. Vielleicht kann ich mich da nochmal sammeln. Guck mal, da ist weit und breit keiner mehr. Unglaublich. Ja, ich weiß. Box, Box, Box. Erst muss die blaue Linie kommen, bevor ich irgendwas in Richtung Box, Box, Box unternehmen kann. Ganz komisch, wie ich hier mit dem Lenkrad ganz außen rum muss im Prinzip. So, nochmal Stoff geben. Ja, jetzt werden sie uns natürlich wieder abhängen, aber jetzt sind wir wahrscheinlich die Ersten, die an der Box sind. Bei Ferrari standen sie auch gerade bereit, da ist auch einer. Wir haben keinen neuen Flügel gebraucht. Das ist schon mal schön. Okay, auf der 17 sind wir. Naja. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen natürlich eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Oh, wie man hier wieder auf die Strecke geschmissen wird, ist ja auch nicht schlecht. So, ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden keinen mehr einholen. Ich glaube, die sind tatsächlich irgendwie einfach alle schneller als wir heute. Dann werden wir ein relativ einsames Rennen fahren jetzt. Außer, wir werden wieder von hinten natürlich dann angegriffen. Ja, da kommt schon einer.
hier einfach mal frech durchs Blumenbeet durch, das muss erlaubt sein. Eben. Oh, ja, selber schuld. Warum komme ich hier immer auf die Curbs? Aber immer, man muss sagen, wenigstens konnte ich es korrigieren. Weil hier bin ich auch schon mal rausgeflogen, das weiß ich noch. Und das, die Steuerung ist nicht besser. Also das lag nicht an den Reifen. An zumindest nicht nur. Ja, schön für Nico, freut mich. Schönen Gruß an Jeff. Ich möchte halt gegen einen vor mir fahren und nicht einen hinten im Genick drin haben. Das ist dermaßen unangenehm. Weil es zeigt natürlich auch ganz einfach, dass wir einfach zu schlecht fahren, wenn die dauernd massiv aufholen von hinten. Ja, da ist er schon. Es war eine schöne Farbe, die da Kürat hat. Gefällt mir aber trotzdem nicht. Oh, da kommt sie gerade aus der Box raus. Kann ich da innen durch? Nein. Geh nur außen durch. Ja, da hat er zum Glück hat er zurückgezogen. So, und jetzt mal ein bisschen konzentrieren. Die 14, naja. Ist halt definitiv immer noch nicht, was ich wollte. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen aufholen könnten. Oh, da ist wieder... Ich mache jedes Mal den gleichen Fehler. Und das kostet uns natürlich gleich wieder eine Sekunde. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Okay, danke für die Information, Jeff. Ich komme nicht auf Tempo. Da ist wieder keiner zu sehen. Also vor uns niemand, hinter uns dann doch der eine oder andere. Und die sind alle scharf auf unseren 14. Rang. Die Frage ist halt, wer muss alles noch an die Box? Vielleicht können wir da dann nochmal ein, zwei Plätze gut machen. Das ist dann halt die Frage. Ja, jetzt bin ich hier mal wieder ein bisschen besser durchgekommen. Man sieht es auch. Wir haben gleich mal wieder ein bisschen Platz zwischen uns und den Hintermännern. So, aber vorne ist halt echt keiner. Wagen vor mir. Wagen vor mir. Nico liegt vor dir. Sie fahren mit neuen Mediums. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:41,1. Ja, ich möchte doch wissen, wie weit vorne der ist. Moment, jetzt kann ich hier aber nicht. Jetzt muss ich mich hier erstmal wieder konzentrieren mit diesen blöden Kurven. Wagen vor mir. Nico vor dir. Sie fahren mit neuen Mediums. Ich weiß. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:41,1. Er sagt nicht, wie weit der weg ist. Das ist ein Elend. Der Abstand zum Vordermann beträgt 9,8 Sekunden. Aha. Okay. Ja gut, das hätte er auch nicht sagen müssen. Weil das wirkt A, demotivierend und B, ja, keine Chance, den aufzuholen oder den einzuholen. Wir kämpfen also tatsächlich um Rang 14. Das ist unglaublich, aber wahr. Das ist das Ziel, das wir haben müssen, dass wir hier als 14. ankommen. Ich kann sie im Moment noch ein bisschen auf Abstand halten, aber die kriegen natürlich jedes Mal wieder DRS. Das heißt, die kommen dann angebraust. Hier kann ich sie wahrscheinlich wieder ein bisschen, ja, zumindest ein bisschen zurückstutzen. Ich weiß nicht, ob die noch an die Box müssen. Ist aber auch egal, wir müssen einfach fahren. Fahren und gucken, dass wir hier irgendwie heil ins Ziel kommen und dass wir nicht nochmal irgendwie einen Platz verlieren. Und dass ich dort nicht auf die Curves komme, das ist eben auch noch so eine Sache. So, ich meine, ich glaube oder ich bilde mir zumindest ein, dass ich relativ aggressiv fahre, so vom Gefühl her. Aber es bringt nichts. Ich komme mit der ganzen Aggressivität trotzdem nicht irgendwie näher ran. Im Gegenteil, wahrscheinlich eben verlieren wir sogar pro Sekunde, pro Runde noch ein paar Sekunden. Ist das, weil das wirklich halt eine technisch anspruchsvolle Strecke ist und ich halt einfach mit diesen Kurven. Ja, das ist natürlich schon wieder ein Fehler. Ich verliere hier wieder 2-3 Zehntel.
weil ich korrigieren muss, weil ich nicht richtig reinkomme. Und das ist halt wahrscheinlich schon, ja, wie soll ich sagen, das ist genau das, was es dann ausmacht. Fahrer vor mir. Nico liegt vor dir. Sie fahren mit neuen Mediums. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,24,5. Wir fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Ja, das sind genau diese Kurven, die ich schlecht fahre. Zum Glück kommen die von hinten jetzt auch nicht mehr so wirklich ran. Also zumindest nicht so wie vorher. Ich möchte es zwar nicht verschreien. Ja, sind wir etwa der gleiche Abstand. Curbs, Achtung, genau. Nach den Curbs kommt hier die S-Kurve. Bisschen früher rein, genau, dann kriegen wir die auch noch ein bisschen schneller. Dann geht sie in die Wiese, das wäre nicht nötig gewesen. Ist aber halt so. Ja, die sind schon wieder recht nah hinten dran. Ungut, ungut, ungut. Ja, und jetzt kommt natürlich wieder die lange Gerade, Startziel, wenn die so nah hinten dran sind. Ja. Eben DRS, DRS verleiht Flügel. Man sieht es, jetzt kommt er daher geschossen. Ich konnte es aber glaube ich nochmal abwehren. Oder er hat gekniffen, das könnte ja auch sein. So, noch 5 Runden. 5 Runden verteidigen, würde ich mal sagen. Alles andere funktioniert nicht. Fahrer vor mir. Nico vor dir. Sie fahren mit neuen Mediums. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 24,1. Wir fallen pro Runde um 1 Sekunde zurück. Ja. Okay, also irgendwas stimmt nicht. Ganz klar, weil wir können ein Rennen mit 13 Sekunden Vorsprung gewinnen. Und beim nächsten, ja, verlieren wir eine Sekunde auf den Vordermann pro Runde. Also das ist ja schon irgendwie merkwürdig. Aber ich mag die Strecke auch nicht. Habe ich das schon gesagt? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 11,1 Sekunden. Ja, ist klar. Wenn wir natürlich eine ganze Sekunde verlieren pro Runde, dann wird das sowieso noch größer werden hier mit dem Abstand. Ich kämpfe tatsächlich gegen die Jungs hinter mir. Umstellen auf Mischung 2. Hä? Das ist ja ganz was Neues. Das sind die Reifen, das ist mir klar. Aber ich wüsste nicht, wie ich das jetzt hier umstelle. Also ich fange jetzt sicher nicht hier an rumzubasteln und dann pfeffert es mich raus. Kommen wir mit dem Benzin noch raus. 5 Runden. Ja, dann kann ich aber hier auch nichts mehr einstellen. Von wegen fetter Mischung. Das ist mir zu gefährlich. Ich möchte nicht liegen bleiben am Schluss. So, ja, es ist traurig, aber wahr. Wir müssen zufrieden sein, wenn wir den 14. Rang haben am Schluss. Weil die uns da eben noch jagen. Ich wüsste nicht, was ich anders machen sollte, um mehr Tempo zu kriegen. Ich, wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich fahre eigentlich relativ aggressiv. Aber wir verlieren eine Sekunde auf dem Vordermann, also von daher ist das sowieso alles Sisyphus, was ich hier mache. Es ist wichtig, ja, nach hinten sozusagen abzusichern. Und entweder sind jetzt die Reifen schon wieder am Anschlag oder eben das Lenkrad wird immer schlimmer. Wenn man das jeweils genau wüsste. Okay, aber ich sehe schon, wenn ich so weiterfahre, wie ich jetzt fahre, wenn das irgendwie geht, dann werden wir die auf Distanz halten können, halbwegs. Halbwegs zumindest. Das war wieder alles andere wie ideal. Jetzt kommen sie wieder näher. Ja, ja. Jetzt wird er mit DRS zusammen wird er wieder angreifen können. Genau. Aber ich konnte es nochmal. Entweder habe ich es nochmal abwehren können oder der kneift jedes Mal, weil er selber Angst bekommt, weil er dann natürlich auch nicht geradeaus fliegen will. Wenn er da so spät bremst, ganz klar. Abstand zum Auto vor dir beträgt 11,4 Sekunden.
Ja gut, dann hat er jetzt aber keine Sekunde mehr abgenommen. Und? Aber ja, ob jetzt 11 oder 10, das ist natürlich irrelevant, weil das ist einfach viel zu viel, um das irgendwie einzuholen in drei Runden. Der müsste einen Fehler machen, dann kämen wir vielleicht nochmal ran, aber sie neigen halt schon nicht dazu, jetzt kapitale Fehler zu machen jeweils. Hier habe ich immer das Gefühl, ich sehe irgendwie einen anderen daherfahren. Und hier sehe ich dann wieder, dass das eben nicht so ist. Oh, da kommen sie. Ja, ich mache einfach zu, da kenne ich nichts. Das war ein harter Fight gegen den. Oder es ist halt immer noch ein harter Fight gegen den. Der wird uns nicht mögen. Aber wir sind auch nicht hier, um Freunde zu gewinnen. Das ist eine alte Weisheit. Wir sind hier, um unseren Platz zu verteidigen. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ja, die haben wir gerade noch, die zwei Runden. Ich gehe mal zurück. Auch wenn das vielleicht wieder die eine oder andere Sekunde kostet. Aber ich möchte tatsächlich nicht am Schluss einfach kein Benzin mehr haben. Das kann es nicht sein. So, Audio läuft noch. Das ist beruhigend. Ja, ist ein komisches Rennen. Irgendwie, ich muss sagen, es ist ja nicht so, dass es keinen Spaß macht, gejagt zu werden. Aber es ist halt irgendwie merkwürdig, weil ich nicht ganz verstehe, warum das jetzt so ist, wie es ist. Also warum verlieren wir so viel Zeit auf die Vorderleute? Warum haben wir eigentlich gar keine Chance, irgendwie in die Reichweite von denen zu kommen? Sondern dümpeln hier irgendwo in den Niederungen der hinteren Reihen rum. Das verstehe ich einfach nicht. Weil, wie gesagt, es ist schönes Wetter. Normalerweise bei so Wetter fahre ich eigentlich relativ gut. Aber das hat ja schon im Qualifier angefangen, dass das irgendwie nicht wirklich funktioniert hat. Es liegt wahrscheinlich einfach an der Piste. Mir liegt die Piste nicht. Und sie ist halt auch relativ schwer. Wahrscheinlich liegt es an dem. Hätten wir das mal geklärt. Das ist ja auch schön so. Da trägt es mich halt wieder ewig weit raus. Genau hier verliere ich jedes Mal massiv Zeit. Und in der Kurve eigentlich auch. Wobei es mittlerweile besser geht als auch schon. Ja, ich komme viel besser hier raus. Und deswegen kann ich die da Ausgang der Kurve auch immer noch ein bisschen auf Abstand halten. Man darf nicht vergessen, die haben natürlich jedes Mal DRS hier. Während ich hier einfach so rumfahren muss, wie das halt nun mal irgendwie funktioniert, wenn man kein DRS anhat. Ja, okay. Ich neige mal zur These, wenn ich nicht einen Fehler mache, müsste das klappen. Gut, dann verlieren wir eben doch immer noch Zeit. Ich wollte sagen, es müsste... Oh, nee, das... Ich sollte das noch nicht verschreien, von wegen, dass das funktioniert, mit dass wir die... Dass wir die Platzierung halten. Ich kürze ab, wo es nur geht, solange die Rennleitung nichts sagt, ist mir das Schnuppe. Ja, jetzt sind sie wieder ein bisschen weg. Ich weiß jetzt nicht, wo ich die Zeit gewonnen habe, vielleicht tatsächlich mit der Abkürzung, dann müsste man fairerweise sagen, da müsste die Rennleitung aber auch einschreiten. Wir müssten da eine Strafe geben. Ganz klar. Diese blöde Kurve, die kriege ich nie gebacken. Das ist unmöglich. Und schon sind sie nämlich wieder hinter uns. Noch zwei. Nein, noch eine. Okay, die letzte. Ja, man muss froh sein, wenn man 14. wird. Das kann mir natürlich nicht gefallen, das ist ganz klar. Werde ich aussteigen und jubeln. Jetzt der andere ist schon im Ziel, okay. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Echt jetzt? Ich bin extra auf Standard zurückgegangen. Das müsste doch noch reichen, come on. Nö, das wäre jetzt der Hammer. Okay, dann wären wir halt nicht 14., das ist ja auch egal. Aber das wäre irgendwie doch bitter, wenn wir jetzt tatsächlich wegen dem Benzin irgendwie Probleme kriegen. Gut zu hören. Ja, ich hoffe, es geht ihm gut, aber das freut mich natürlich, wenn ich dann je nachdem vielleicht seine Platzierung noch mitnehme. Da steht einer. Okay, dann sind wir wieder auf der 13. Dann wären wir wieder dort, wo wir eben ja, im Prinzip losgefahren sind. Na, immerhin. Manchmal muss man halt einfach auch von den Fehlern von den anderen profitieren. Oh, das wird nochmal eng hier. Mit dem hinter uns. Ich sehe es schon kommen. Es sind dann doch noch ein paar Meter bis ins Ziel.
Das ist ganz klar. So, jetzt kriege ich sogar die Kurve hier mal ein bisschen besser hin. Jetzt kurz vor Ende des Rennens. Jetzt müsste ich hier noch vernünftig. Ja, das geht eigentlich auch. Ja, die kommen nicht mehr ran. Okay, 13. Okay, als 13. gestartet. Ja, trotzdem enttäuschend. Also wir konnten zwar den 13. Platz verteidigen, aber das kann nicht der Anspruch sein, den wir haben. Ein großartiger Sieg. Ja, ich gratuliere Red Bull. Red Bull hat heute sie waren schneller wie alle anderen. Okay. Schauen wir uns an, welche Auswirkungen dieses Ergebnis auf die Fahrerwertung hat. Ja, wir sind hier sowieso irgendwie in der Fahrer-WM. Nein, wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Das ist auf jeden Fall Lukas Weber. Er beweist immer wieder, dass er jemand heute ist, war's ohne Aufregung seinen Job macht. Und genau das hat er heute getan. Heute war es sicher nicht der Falke, wollte ich noch sagen. Ja, was soll man dazu sagen? Auf der 13. gestartet, 13. geworden, nichts verloren, nichts gewonnen. Aber der Punkt ist halt einfach, es ist enttäuschend, dass wir nicht hinterher kamen. Wir hatten eigentlich gar keine Chance, annähernd irgendwie an die Vorderen ranzukommen. Wir haben immer gucken müssen, dass sie uns von hinten nicht überholen. Irgendwie, ich muss gucken, was da los war. Ich werde das Lenkrad mal nochmal kalibrieren. Vielleicht lag es daran, vielleicht lag es wirklich einfach auch an der Strecke, dass mir die halt nicht liegt. Ja, es ist irgendwie schwieriger wie mit Ferrari, das muss ich schon sagen. Okay, gut. Hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Klar, jetzt noch einmal die Glocke, nochmal Hurra, weil Heisi hat den 13. Platz verteidigt. Da würde ich auch mit der Glocke klingeln. So ein blödes Gerät. Danke fürs Zusehen, bis hoffentlich. Moin. Macht's gut. Tschüss.